Guten Morgen und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich habe meinen letzten Vlog genau hier an dieser Stelle aufgehört, denn ich fliege heute nach Fuerteventura für 4 Wochen. Wer das letzte Video noch nicht gesehen hat, vielleicht nochmal vorher anschauen, da erkläre ich genau, was ich so mache da. Koffer sind fertig und es ist jetzt ungefähr 9 Uhr und mein Flug geht um 1:15. Aber ich konnte kein Online-Check-In machen, deswegen muss ich ein bisschen früher da sein. Genau, ich melde mich später nochmal. Ich melde mich jetzt mal wieder. Ich habe jetzt meine beiden Koffer. Der Flug war eigentlich ganz entspannt. Es war okay, ich konnte jetzt nicht schlafen oder so, aber ey, es war so voller Mensch am Flughafen. Naja, auf jeden Fall schaue ich jetzt mal, wo ich hier rauskomme. Und dann suche ich den Schalter. Und dann schaue ich, wie ich in die Anlage komme. Hallo Freunde, ich habe mich jetzt voll lang nicht mehr gemeldet. Ich bin jetzt auf jeden Fall meinem Roomie hier angekommen. Ich habe noch keine Roommate, meine Roommate zieht nächste Woche erst ein. Aber ich habe schon ein nettes Mädel kennengelernt, die andere habe ich noch nicht wirklich kennengelernt, mit der ich mich jetzt die ganze Busfahrt unterhalten habe, die jetzt auch für ein paar Wochen hier ist. Und guckt euch mal bitte meinen Ausblick an. Ich fand es zwar jetzt im ersten Moment super schade, dass ich nicht mit der ich jetzt schon mich ganz gut unterhalten habe, dass sie jetzt nicht meine Roommate ist. Aber ich bin auch ganz froh, dass ich jetzt noch eine Woche meinen eigenen Room habe. Vor allem, weil ich mir jetzt das Bett am Fenster schnappen konnte. Richtig, richtig schön. Und die haben uns hier so ein paar Sachen hingestellt. Ich gönne mir jetzt erstmal eine Kaffeesonne. Geil. Herzlich willkommen, Sarah. Oh Gott, ganz viele Informationen. Oh Gott, ich werde so überfordert sein gleich. Egal. Womit fange ich jetzt an? Und ich habe so eine süße Trinkflasche bekommen. Oh, ich bin so happy. Also, ich bin gerade richtig happy. Und ich glaube, ich packe jetzt echt erstmal aus. Ich habe jetzt Zeit bis, es ist 15:45, ich habe jetzt eine halbe Stunde Zeit. Also, mein Abend verlief so, wir sind mit unseren Daten nochmal an die Rezi gegangen und haben uns da angemeldet, also dass wir halt registriert sind und unsere Zimmerkarte bekommen haben. Und dann waren wir essen, es war super, super lecker. Dann war ein kurzes Meeting. Und dann hatten wir den Abend mehr oder weniger frei. Wir saßen ein bisschen in der Bar, haben was getrunken. Erst mit einem Allrounder, also so wie jetzt Gastgeber. Und dann waren wir noch mit unserer Leitung ein bisschen. Die ist super lieb, also wir haben uns echt nett unterhalten. Also sie hat uns jetzt gesagt, wer welche Altersklassen bekommt. Wir sind 3 Freelancer. Einer hat die 2- bis 6-Jährigen, die anderen hat, glaube ich, die 10- bis 13-Jährigen. Und ich habe die 13- bis 17-Jährigen. Wir fangen morgen um 8.45 Uhr an. Ich weiß noch nicht, wann ich aufstehe. Ich stelle mir einfach verschiedene Wecker und schaue, wie motiviert ich bin. Ich hätte Bock, nochmal an den Strand runterzulaufen vorher. Und ich esse gerade diese Haribo-Droppies, die hier in meinem Zimmer lagen. Aber ich gehe jetzt auch noch schlafen. Gute Nacht. Guten Morgen. Also den Ausblick liebe ich. Es ist gerade 5:08 Uhr. Und ich muss anfangen um 5:09 Uhr. Und ich will mal zum Strand laufen. So, ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Es ist halt ein bisschen laut. Ja, ich bin jetzt hier einmal über die Anlage gelaufen. Ich habe mich erst ein bisschen verirrt. Aber jetzt bin ich angekommen und ich habe so eine schöne Blume gefunden. Und ich bin ein bisschen sprachlos gerade. Oh Freunde, das war die beste Entscheidung, jetzt so hier lang zu laufen und nicht frühstücken zu gehen. Oh, es ist so schön, ich bin so happy. Ich habe jetzt gleich um 5 Uhr Meeting. Dann lerne ich mein Team kennen. Und schon dann lerne ich meine Teams kennen.
Hallöchen, ich sehe ein bisschen zerrupft aus. Ich habe mich jetzt länger nicht mehr gemeldet. Ich war ja heute Morgen am Strand, das war so schön. Ich war so happy. Und da waren die ganzen Sorgen irgendwie voll vergessen. Und tatsächlich muss ich sagen, habe ich mich auch langsam mit den Gedankenteens angefreundet gehabt, weil ich mir dachte, okay, du hast halt andere Vorteile dadurch. Und ganz am Anfang dachte ich mir auch so, oh, Teens, wie chillig. Bis ich halt mal so das so abgewichen habe. Aber an sich dachte ich mir so, ey, ich mache das Beste draus, das wird schon. Also wir hatten jetzt eben so ein kurzes Meeting, dann war so eine Vorstellrunde, die halt immer ist. Und dann hatten wir so einen Clubspaziergang, wo wir uns den Club angeschaut haben. Jetzt hatten wir gerade nochmal so ein kleines Meeting mit unserer Chefin. Sie hat jetzt gesagt, ja, sie hat mir halt voll angemerkt, dass ich mir das nicht so zutraue und dass ich mich damit unwohl fühle. Und dass sie die andere Freelancerin fragt, ob wir tauschen wollen. Und ich meinte so, ja, ich habe mich langsam auch eigentlich angefreundet mit dem Gedanke. Also ich denke mir, das hat Vor- und Nachteile. Jetzt nebenbei was zeigen. Ich habe gestern meine Lichterkette aufgehangen mit Pullerholz. Ich dachte, ich mache es mir so ein bisschen heimisch. Ja, zurück zum Thema. Aber ich bin heute auf jeden Fall nochmal bei den Teens. Dann werden wir mal schauen. Vielleicht gefällt es mir super dolle und dann sage ich, hey du, ich würde es voll gerne machen. Mal gucken. Aber ich habe auf jeden Fall heute Nachtschicht bis 0. Genau. Aber ansonsten läuft alles ganz gut soweit. Wir haben jetzt Mittagessen und dann haben wir Mittagspause. Richtig schön. Bis 15 Uhr, glaube ich. Ja. Wir gehen jetzt Mittagessen, dann haben wir Pause, dann gehen wir wahrscheinlich an den Strand. Und dann geht's um 15 Uhr los mit dem Programm. Und dann arbeite ich von 15 bis 0 Uhr. Aber ich freue mich, ich bin gespannt. Ich hatte gerade Mittagspause und war am Strand. Und jetzt habe ich meine Arbeitsuniform an. Ist auch nur mein Vorname drauf. Und eine weiße Hose. Und die Jacke habe ich jetzt einfach umgebunden. Und weiße Schuhe. Und ja, ich habe jetzt heute nochmal mit den Teens. Und es geht gleich los. Ich nehme noch so einen Beutel mit Wasser und allem. Und ich glaube, wir spielen als erstes Fußball. Und dann haben wir irgendwie Pool. Mal gucken. Hey, Friends. Ich melde mich mal wieder. Der Tag heute war richtig schön. Also ich muss sagen, mir hat es echt viel Spaß gemacht mit den Teens. Also am Anfang fand ich es ein bisschen komisch und unwohl, weil die sich halt untereinander jetzt schon kannten und ich so gefühlt wie der neue Teen war. Aber jetzt am Ende, es war echt cool und der andere Teens-Gastgeber, der andere Teens-Animateur ist halt auch super lieb und wir hatten echt viel Spaß. Von dem her fände ich es jetzt auch nicht schlimm, wenn ich die Teens behalten dürfte. Und mir ist jetzt, für mich ist beides okay. Jo, ich habe mich jetzt fertig gemacht für heute Abend. Ich bin jetzt gleich Abendessen mit den Teens und dann spielen wir noch ein paar Spiele und dann schauen wir die Show an. Jo, ich freue mich. Guten Morgen. Es ist heute der Montag. Und es ist 5:09. Das ist mein zweiter Wecker, den ich aber nicht gebraucht habe, weil mich der erste wach gemacht hat. Ja, ich habe meine Tasche gepackt. Ich habe mal voll Sportsachen dabei, Bikini, dann etwas zu trinken und so. Und ja, ich bin mal gespannt auf den heutigen Tag. Ich bin heute bei den Youngstars. Gestern Abend mit den Teens war ich auch noch ganz lustig. Aber ich freue mich jetzt auch auf die Youngstars. Und ansonsten, ich würde diesen Vlog jetzt auch schon beenden, weil eigentlich ist es ein Anreisevlog und ich habe jetzt schon, bin jetzt schon mal beim zweiten Arbeitstag. Aber ich dachte, ja, die Eingewöhnungsphase zeige ich auch ein bisschen. Ich würde sagen, dass ich eigentlich jetzt mittlerweile ganz gut angekommen bin. Fällt mir auf jeden Fall super gut. Und ja, es werden noch ein paar Vlogs folgen auf jeden Fall. Bis dahin, gerne kommentieren, wie es euch so gefallen hat. Gerne den Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und gerne einen Daumen nach oben geben, um mir zu zeigen, dass dir das Video gefallen hat. Genau, aber dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.